Aber das Gefährliche, Habeck, ist doch für Sie, dass jetzt, aus welchen Gründen auch immer, bei nicht wenigen das Bild hängen bleibt, die predigen Wasser und trinken Wein. Und das wird politisch ja auch ausgenutzt. Aber auch Ihr eigener Koalitionspartner, die FDP, spricht, Zitat, von einem verursachten Theater und einem erheblichen Vertrauensverlust und Glaubwürdigkeitsproblem. Gefährden Sie denn da nicht auch mit Ihrem Beharren auf Herrn Greichen nicht in gewisser Weise sogar auch die Energiewende? Wenn die Forderung ist, Patrick Greichen zu entlassen, und die Forderung gibt es ja und sie kann ja auch begründet vorgetragen werden, dann muss es sich aus der Sache heraus ergeben. Das ist ja ein gravierender persönlicher Schnitt, den man auch dann übertragen muss auf andere Verhältnisse. Die Sache selbst, und auf die konzentriere ich mich, gibt es meiner Ansicht nach nicht her. Das strategische Argument, mach es dir doch bequemer, werd doch beliebter oder werde wieder beliebt und deswegen entlass Leute, ist eine Art, die ich eigentlich nicht pflegen möchte. Und deswegen versuche ich, die Dinge zu trennen. Es gibt eine, und es wird Sie trennen das, Herr Habeck, aber die Opposition wird es nicht trennen. Und wenn Sie Opposition wären, mal ehrlich, da würden Sie sich auch festhaken. Gerade bei den Grünen, wo ja immer auch so ein bisschen so ein ethischer, moralischer vielleicht auch Anspruch dabei herrscht. Und was ist die Frage dahinter? Herr Habeck, das hatten wir doch schon mal. Also würden Sie das nicht auch so machen? Das ist doch jetzt quasi Wohlfall, das vorzuwerfen, zu sagen, naja, das ist ja nur politisch motiviert. Das ist eine hypothetische Frage. Ich bin nicht in der Opposition. Ich trage Verantwortung, die Beschlüsse, die Regierung, auch die Union mal gefasst hat, durchzusetzen. Und deswegen kann ich mit der Frage wenig anfangen.